Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von UFO361 mit Gunna. Also die Erwartungen sind sehr hoch. Ich bin extrem gespannt auf den Song. Ich habe noch gar nichts gehört, noch gar keinen Teaser oder so. Gab es überhaupt einen? Weiß ich nicht. Ja, ich bin extrem gespannt. Let's go. Auf my life. Ja, ich count all das Money mit meinen Brodies. Count the Bands, count the Blessings, count the Trophies. Sie ist ein Engel, Digga, glaub mir, sie ist holy. Money Purple, ja, mein Stack sieht aus wie Cody. I've been counting bands with my Brodies. Boah. My foreign bitch so bad, I pay cash for her Lotus. I'm gonna trip God, that's on God, and they notice. Spit words like a poet, factory new Rolex. Shit on all you haters, my mama whore if I say sorry. Landing in my life. Der hört sich so krass an, ne? Diesen Ausschnitt hat man schon mal gesehen, tatsächlich. In diesem Trailer fürs Album, sage ich jetzt mal. Boah, jetzt ist es da, ne? Richtig cool. Was bei Gunna los ist, keine Ahnung. Er war irgendwie im Knast oder so. Ich verfolge das nicht. Irgendwie im Knast gewesen oder so. Und jetzt will keiner mehr mit dem chillen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, so. Mich interessiert auch nur die Musik, ja. Und das hört sich so gut an, ne? Boah. Count all this money mit meinen Brodies. Count the Bands, count the Blessings, count the Trophies. Sie ist ein Engel, Dicker, glaub mir, sie ist holy. Money Purple, ja, mein Stack sieht aus wie Cody. Die ganzen Ketten, Alter. Count all this money mit meinen Brodies. Count the Bands, count the Blessings, count the Trophies. Sie ist ein Engel, Dicker, glaub mir, sie ist holy. Money Purple, ja, mein Stack sieht aus wie Cody. Krass. Ja, meine Brodies sind alle maskiert. Ja, meine Brodies haben alles riskiert. Ja. Meine Brodies marschieren, ja, meine Brodies attackieren. Gib mir das Cash, meine Brodies kassieren. Schieß auf die Enemies, gib mir keine Weed. Meine Brodies, ja, sie inhalieren. Ihr wisst Bescheid, ja, fliegende Jets, ja. Schieß mit der Tape, zahl die Miete mit Trap, Alter, also UFO ist einfach von den deutschen Musikern einfach mit ganz oben. Also einer der krassesten überhaupt, ne? Boah, es ist einfach heftig, ne? Das Album kommt ja auch am 3.3., ne? Und das Potenzial ist natürlich da, dass es das beste UFO-Album überhaupt wird. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das beste Album von ihm BBS, aber auch das letzte fand ich sehr gut. Destroy All Copies oder so, Copies, fand ich auch sehr gut. Aber BBS ist so mein Favorite-Album von ihm, ne? Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Album, weil eigentlich bringt er ja jährlich, sonst hat er mal jährlich zwei Alben rausgebracht, ne? Jetzt kam 2022 gar kein Album, kaum Musik und jetzt endlich nochmal ein Album. Ich bin extrem gespannt, was da kommt und was da, ob da noch irgendwelche anderen Ami-Rapper mit bei sind, ja? Sehr gehypt. Ich count all das Money mit meinen Brodies. Count the Bands, count the Blessings, count the Trophies. Sie ist ein Engel, Digga, glaub mir, sie ist holy. Money Purple, ja, mein Stack sieht aus wie Cody. Ich count all das Money mit meinen Brodies. Diese Maske da, ne? Diese blaue Maske, wo man das Gesicht gar nicht mehr sieht, ne? Vielleicht kann mir das einer beantworten. Wenn man das anhat, sieht man da noch was durch oder ist dann einfach schwarz vor Augen? Das, also wahrscheinlich sieht man schon was, aber hatte schon mal jemand von euch so ein Ding an? Beantwortet das mal bitte. Count the Bands, count the Blessings, count the Trophies. Sie ist ein Engel, Digga, glaub mir, sie ist holy. Money Purple, ja, mein Stack sieht aus wie Cody. Boah. Alter. Stay high.
Ja, mir hat es mega gefallen. Der Song ist einfach mega. UFO, krass, Gunna, krass. Überhaupt das. Er hat ja schon mal einen Song mit Gunna, ne? On Time oder On Live hieß der irgendwie so. War cool, ne? Aber der hier ist besser als der andere. Heftiges Ding. Mir hat es mega gefallen, wie man wahrscheinlich gemerkt hat. Ja, wie hat es dir gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare und checkt doch gerne mein Instagram ab. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Da kündige ich schon mal ein, zwei Tage vorher an, wann was für eine Reaction online kommt. Also folgt mir da gerne, wenn ihr Bock habt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.